Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: Chelsea Flower Show, die Artisan Gardens. Sabine, wo sind wir und was sehen wir? Jetzt sind wir in dieser kleinen Allee ganz hinten auf dem Gelände, wo diese winzigen Gärtchen aufgebaut wurden. Und die sind alle so ein bisschen in einem nostalgischen Stil gehalten. Aber was an diesen Gärten interessant ist, ist, dass das ganz kleine Grundstücke sind und dass man da ein bisschen eine Idee bekommen kann, auf wie wenig Platz man halt in sich eine Stimmung schaffen kann. Deswegen finde ich die immer ganz inspirierend, um zu gucken, wie man mit kleinen Räumen umgeht. Also der hier jetzt, der hat eine Goldmedaille gewonnen. Da ist ein Ofen drauf, da ist ein Schuppen drauf. Das ist eine Töpferei, die dargestellt wird, im Otters Garden. Das ist also dann die, halt der Garten einer Töpferei. Hier ist der Ofen, hinten die Töpferei. Genau, ich mag diesen Weg, habe ich jetzt bei mir auch gerade gemacht. So zerbrochene Ziegelsteine sind eigentlich ein sehr schöner Wegbelag, weil der Kontrast jetzt gerade zu roten oder violetten, blauen Blumen ist eigentlich, das erzeugt eine schöne Spannung, finde ich. Also ein tolles Material, das kann man zu Hause auch machen mit kaputten Dachziegeln, so einen Weg belegen. Schöne Idee. Also ich komme immer gern hier zu diesen Artisan Gardens und ich nehme hier so einen Haufen kleine und größere Ideen mit, wo ich denke, oh ja, das könnte ich auch so machen und das müsste ich so machen. Oder ja, man guckt dann auch die Pflanzen von nahem an. In den Showgärten kann man die ja nicht so richtig anfassen. Ah, das ist dieses Zittergras, was wir als Kinder immer gesammelt haben. Da kann man unsere Lärchensporen, da sieht man alles ganz schön im Detail. Was auch lustig ist, sind diese Sandsäcke als Umrandung. Eigentlich ja, warum nicht? Könnte man auch machen. Ja. Das ist total simpel. Da wird ein Damm gebaut gegen alles Mögliche und man kann sie gleichzeitig noch zur Bepflanzung. Das könnte eigentlich in einem kleinen Garten daheim auch so funktionieren. Wird nicht gerade 10 Jahre funktionieren, aber 5 bis 10 Jahre funktioniert. Nein, das muss ja auch nicht alles ewig funktionieren. Ja. Aber man kann da schöne da sind kleine die Ideen Pflanzen richtig mitnehmen. Aufgeklebt und vielleicht sogar muss gar kein Loch gemacht werden. Die sind da reingesteckt. Da ist sicher Erde in den Säcken und die Pflanzen sind da wahrscheinlich wie in Pflanzsäcke reingesteckt worden. Mhm. Ist keine ja, diese Wurzeln Idee. Vielleicht so, wenn sie mit Moos zusammen hier sind, vielleicht sogar durch den Sack durch. Ja, das wäre auch natürlich möglich. Auch dankbar. Jedenfalls ist das ist ganz hübsch gemacht so. Ja, das schön. Geranium macroritum, die mag ich auch immer gerne. Das ist Geranium macroritum. Das ist eigentlich die Pflanze, die überall da wächst, wo sonst nichts wächst. Also die kommt in einem trockenen Schatten unter Bäumen auch zurecht und blüht da. Oder an sonstigen extremen Problemstellen ist das eigentlich, wenn es sonst nichts geht, kann man Geranium macroritum verwenden. Wenn man so von meiner Seite hier da reinsieht, Richtung Birnbaum, sind die Farben violett, purpur, dunkelrot schon wunderschön. Und korrespondieren natürlich mit dem Rot der Tontöpfe. Ja, hier haben wir wirklich die Trendfarben von diesem Jahr an der Chelsea Flower Show so verdichtet. Dieses Dunkelrot und das Violett und Blau, so, das hat sich jetzt durch viele Gärten hindurchgezogen. Aber es ist schön, also das kann man sicher, also es gibt schlimmere Trends als diesen hier. Mit diesem Wort wollen wir es beenden, dieses Video. Herzlichen Dank, Sabine Reber. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Luberacom, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.